fährt natürlich jetzt eine übelste Kurve, ne? Er muss hier hin, Luftlinie vielleicht 20 Sekunden, aber er fährt hier diesen Bogen, weil ich hier halt nicht durchkomme. Aber ich werde jetzt hier nicht irgendwie großartig anfangen, hier ein einzelnes Gleis durchzubauen. Das ist dem Aufwand nicht wert. Weil das wird das letzte Feld sein, das ich so anschließe. Da kommt es wenigstens gedrückt durch und er fährt auch ab. Sehr schön. Hier sind sogar auch schon vier. Das ist immer noch zu wenig. Ah, guck mal. Sehr schön. Also können wir da wieder mal hingehen, zwecks nächsten Radar. Das auch dorthin stellen. Vor allen Dingen, die Lasertürme stehen schon alle. Das ist sehr schön. Das ist jetzt nur noch Mauern-Thema. Sehr schön, bam. Und 10.000 müsste eigentlich auch noch passen. Machen wir heute halt mal Zugfahrt. Section. Weil mit dem Rest, wir müssen hier so viel warten, bis hier so viel gebaut ist gerade. Aber man findet immer irgendwas zu bauen, zu machen. Kommt man nicht drum rum. Also ich würde es sogar verstehen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, hey, langweilig, aber ja, gehört halt dazu und wir haben jetzt hier wirklich Großaufträge wieder hingesetzt. Die ganzen Kisten, was hier für Stahl drauf geht auf den Kisten, ich kann das ja mal bis zum nächsten Mal ausrechnen, was das hier für Stahl ist, was dann hier reingeht. Das muss natürlich auch erstmal irgendwo herkommen. Genauso diese ganzen Produktivitätsmodule und Speedmodule hier. Mittlerweile sind es hier nicht mehr die Drohnen. 1800. Sehr schön. Sondern die Produktivitätsmodule, die hier noch fehlen. Wieder 100, sehr schön. Kopf auf L3, Abflug. Man sieht, es gibt keine Deadlocks mehr, in dem Sinne, dass hier irgendein Zug einen anderen Zug blockiert. Das funktioniert alles. Die fahren flüssig miteinander, das läuft. Es ist halt wirklich so aufgebaut, dass es hier nicht das Problem gibt, irgendwie hier irgendwas nicht funktioniert.
So. Moment. Wir müssen ja hier noch den Balancer reinkloppen. So, hier dann das Unterirdische. Hier haben wir es natürlich verkackt. Das muss andersrum. So, und dieses Teil ist Minimum so. Nee, die gehen in die andere Richtung. Dann hatte ich es hier nicht verkackt, dann war der erste Gedanke der richtige. Gerade wieder hier oben, ja. Manuell. So, und ich brauche wieder welche, um die Verbindung da zu bauen. Mal wieder zurück. Dann schließe ich das an, habe das Kupferteil erstmal auch behoben. Soweit so gut zumindest. Optimal sieht ganz, ganz anders aus, aber zumindest soweit, dass es hier funktioniert. Im Rahmen der Möglichkeiten. Ganze auf manuell und gucken, dass wir hier die 100 Teile angeliefert bekommen. Dann möchte ich hier davon 5 angeliefert bekommen. Man sieht, es staut sich jetzt doch hier mehr als gedacht. Durch diese Option. Es freut mich. '74, '84, sehr schön. Und 100. Damit Abflug. Mit dem Eisenzug werde ich es dann genauso machen, dass der eben entweder neben einem Eisenfeld stehen bleibt oder beim EZL auf dem Mattegleis. Ich glaube, das macht schon sehr viel Sinn. Dieses Warten auszulagern im Einladebereich und nicht im Ausladebereich. Und der Tiefkühlschrank hinter mir rumort wieder. Am Anfang war so still, da dachte ich mir, jetzt kann ich hier aufmachen, ohne ihn mal im Hintergrund zu haben. Aber herzlichen Glückwunsch,
Du hast es wieder geschafft. Das reicht immer noch nicht. Also diese Folge kann ich echt Zugfahrt nennen. Ich hocke ja im Prinzip nur im Zug hier. Lassen Sie mich wieder beliefern. Ja, wir haben hier noch die 100 erreicht. Also ab zum Kupferfeld 3 nochmal. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, welche schmelze ich zuerst mal. Wahrscheinlich Eisenplatten, weil ich dann die Eisenplatten zu meiner jetzigen Basis bringen werde und dort die Eisenplattenproduktion umändern kann in direkt Stahlproduktion. Dann hätte ich diesen Flaschenhals beseitigt. Erstmal Kupfer ist zwar auch so eine Sache, aber ich kann nicht beides zugleich machen, ich muss Schritt für Schritt. So, jetzt können wir eigentlich von hier, einmal das hier rübersetzen. So, und damit ist das jetzt aufs Maximum hier rausgezogen, was ging an der Stelle. Und das sollte dementsprechend auch zügig hier beladen werden. Zack, ab zurück. Denn dann können wir das Ganze mit dem Eisenzug auch machen. Und das Schöne ist, wir können dann zum Beispiel auch mit dem Eisenzug einen zweiten Zug auf die Strecke schicken.
weil der dann ja dementsprechend immer nur bei dem Erzfeld oder im EZL wartet. Finde ich recht praktisch. Hier mal Ruhe sanft und hier fährt eben nur einer und der fährt immer zum Eisenfeld. Lass mit dem mal zum Eisenfeld fahren. Okay, so das Ganze hier mal auf manuell stellen und hier ist keine Bedienung. Das Teil ist nur aus, wenn ja, mehr als 16. Okay, können wir also vernachlässigen. Was wir aber nicht vernachlässigen können, ist das Ganze hier mal dementsprechend wieder umzukrempeln. So, das weg, das weg, das weg, den auch. So, hier auch nochmal, weil wir das Ganze hier abrupfen können. Nicht unnötig Ressourcen hier liegen lassen. Auf freier Strecke. So sieht das jetzt wieder sauber aus. Der hat hier keine Wartebedingungen. Das ist auch sehr schön. Bedeutet, wir können den erstmal wieder zurückfahren lassen und können hierfür noch einen zweiten Zug engagieren. So, hier holen wir den EZL raus. Der wird hier mit anderen Sachen betankt, dementsprechend dürfte das auch kein Problem sein, dass er die erste Runde so fährt. So, wir haben 90 Basis Roheisen ein. Bin leer. EZL, Wattegleis, Inaktivität, eine Sekunde und ansonsten EZL, Eisen aus. Das müsste dieser Punkt sein hier. Eisen aus, genau. Und der, wenn voll. So, dann machen wir die Fahrt mal erstmal mit hier.
gucken, ob das so funktioniert, weil wenn das so funktioniert, stellen wir da noch einen dritten Zug drauf, der dann nochmal zum Internet fährt. Na gut, das scheint zu laufen. Und damit kommt jetzt mehr Eisen rein, mehr Eisenplatten, mehr durchgehend Stahl. Diesen ausschalten, damit ich den hier per Blaupause runterschalten kann. Rohladen, Eisen, ZL, Basis. So, damit habe ich das als Vorlage und kann dies direkt auch löschen. Das Einzige, was ich jetzt gucken werde, ist, dass ich hier noch ein paar Signale reinsetze, dass hier der Zug besser funktioniert. Sind mir doch die Abstände zu groß gewesen beim Fahren, sage ich jetzt mal. Was hier für Baukünste sind. Fällt mir immer wieder auf. Das ist ein Highlight. Hier war ja das alte Kupferfeld mal. Deswegen ist da schon so blöd zwei Signale. Aber wir ziehen das mal weiter bis hier oben. Nicht über die Gleise laufen. Also wir gehen mal zurück zum Support und steigen da in den Supportzug ein und machen da oben dann noch ein paar mehr Radare hin.